Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneX2.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal wieder ein buntes Programm. Wir gehen am Samstag nach Paris-Vincennes. Da sind viele Grupperennen am Start. Da habe ich eines rausgesucht. Und am Sonntag geht es natürlich dann nach Berlin-Hoppegarten. Ja, noch ein Wort zu letzter Woche. City of Troy gewann ja vor Ambient Friendly. Ich hatte ja gesagt, Ambient Friendly ist der Gegner von City of Troy, aber das war eine Meisterleistung von Aidan O'Brien. City of Troy gewann das Rennen vor Ambiente Friendly. Ich hoffe, da konnten Sie trotzdem einen oder anderen Euro mitnehmen. Auch Wilco verlor ganz knapp gegen Augustus. Ich hatte ja gesagt, Augustus ist der Gegner und ja, die beiden kamen weit vor den anderen rein. Ja, Sonntag leider viel Regen in Baden-Baden. Der Renntag wurde abgesagt, habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt, dass ein Renntag komplett abgesagt wurde. Die großen Rennen werden auf jeden Fall nachgeholt. Eines ist am Sonntag in Berlin-Hoppegarten, die silberne Peitsche, da werden wir drauf schauen. Aber zunächst nach Paris-Vincennes. Der Prix Jean-Bompée, ein Gruppe 2, kann man mal sagen, frei für alle. 120.000 Euro, das Rennen habe ich mir rausgesucht. Die Distanz 2850 Meter. Ja, und hier haben wir den Amarik Zweiten am Ablauf aus diesem Jahr. Das ist Hoka Idogiel aus dem Schall von Jean-Claude Desoy, der nach seinem zweiten Platz ja noch nicht so richtig Berge ausgerissen hat, muss man sagen. Zuletzt lief er aber wieder besser. Zweimal Fünfter gewesen, die letzte Form Fünfter in Caen. War ganz gut. Er könnte langsam wieder zur Bestform kommen. Das gilt auch für Hugo Berry. Der war Siebter in diesem Rennen in Caen. Läuft immer brav mit. Die Elite ist hier jetzt nicht vertreten in diesem Rennen. Das öffnet natürlich die Chancen für Hugo Berry. Hat seit dem Amarik-Sieg im letzten Jahr kein Rennen mehr gewonnen. Garnet de Bombelles, der wird großen Anhang finden, das Pferd aus dem Stall von Jean-Michel Bazire, gewann zuletzt stark gegen Eric de Isle in Vincennes. Die beiden treffen hier wieder aufeinander. Dass das Pferd zweimal gut läuft hintereinander, das gab es noch nicht so, aber trotzdem, das Pferd wird sicherlich, wie gesagt, großen Anhang finden. It's a Dollar Maker, auch noch zu erwähnen, der hatte eine kleine Pause, ging zuletzt in Le Creuset La Roche an den Start, ging ganz weit vorne, hat man versucht, ein bisschen wegzulaufen, das hat nicht funktioniert, trotzdem nicht abzuschreiben. Ich denke mal, dass It's a Dollar Maker hier großen Anhang finden wird, der wird hier seine Chance nutzen, aber ich muss mit Garnet de Bonville gehen, das war ein super Sieg aus dem, von dem Pferd aus dem Stall von Jean-Michel Bazire, deswegen für mich der Sieger Garnet de Bonville, der achtjährige Hengst im Prix Jean-Bompée am Samstag in Paris-Vincennes. Dann geht es weiter am Sonntag nach Berlin-Hoppegarten, erstmal in das Diana Trial. Gruppe 3 der Stutenrennen, 2000 Meter die Distanz. Und hier sind gute Pferde am Ablauf. Allen voran Erle, die stark gewonnen hat. Die Form wurde aber nicht aufgewertet zuletzt. Das war aber ein guter Sieg. Man musste einmal die Peitsche geben und dann ging es nach vorne. Sieht wunderschön aus, die Stute, eine Schimmelstute, die bleibt natürlich hier im Gespräch. New York City musste in Riem als heißer Favorit. Ganz knapp hat man da gewonnen gegen einen England-Import. Das war jetzt nicht die Welt, das Rennen, aber die Trainerin hat gesagt, die bräuchte einen Start und eigentlich mag sie längere Distanzen. Das wird sie diesmal haben. Das Rennen in Riem war über die Meile. Jetzt geht es, wie gesagt, über 2000 Meter. Lady Mary geht auch hoch in der Distanz, zum ersten Mal genau wie New York City über 2000 Meter. Musste in den Genies passen, Lady Mary. Nun setzt Billy the Kid, Billy Loughlane drauf. Denn der Stalljockey Hugo Bouton setzt sich auf Diamond Crown. Diamond Crown gewann sehr souverän zuletzt, hoch überlegen. Das war zwar nicht die Welt, die er geschlagen hat, die Stute, aber muss auch noch nicht alle Karten aufgedeckt haben. Trotzdem, ich gehe mit New York City. Tore Hammer Hansen ist hier engagiert worden. Die muss ich steigern, wie so viele, ich denke Erle und Diamond Crown sind die Gegnerin, aber New York City ist für mich die Siegerin im Berlin-Hoppegarten, Diana Trial am Sonntag. Und dann geht es weiter in das Wiederholungsrennen, das erste von dem Sonntag aus Baden-Baden, die Silberne Peitsche, ein Listenrennen über 1200 Meter. Ja, El Rubio und Atlanta City sind hier natürlich stark zu erwähnen, die beiden sind schon oft gegeneinander gelaufen, immer mit dem Vorteil für Atlanta City. Atlanta City kommt aus dem kleinen Stall von Stefan Richter. Klein kann man sagen, aber der hat auch schon in Frankreich tolle Siege gezeigt. Also so klein ist er dann doch nicht. Trotzdem Atlanta City hier einer seiner besten Pferde in dem Stall und hier auch ganz stark zu beachten. Schützenzauber und Westman, auch die hier sind gefährlich, wenn die laufen. Aber für mich, der Sieg sollte zwischen El Rubio
und Atlanta City ausgehen. Und für mich gewinnt Atlanta City mit Wladimir Panov dieses Rennen hier, die Silberne Peitsche, am Sonntag in Berlin-Hoppegarten. Das war schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche Ihnen natürlich wie immer viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!